Der Twike 5, ein dreirädriges Elektroauto, welches noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll. Und es hat einige Überraschungen im Petto. Welche das sind und was er kosten soll, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Twike bereitet den Start der fünften Generation vor. Für das bisher sportlichste und leistungsstärkste Modell hatten sich die Entwickler für die weit verbreitete Akkubauform 18650 entschieden. Die zylindrische Zelle wird zum Beispiel in Notebooks oder Taschenlampen verbaut, aber auch von Tesla in einzelnen Modellreihen genutzt. Beim neuen Twike musste das Batteriekonzept allerdings kurzfristig geändert werden. Mit Erfolg! Bei der Integration der neuen Batterien seien nämlich weitere positive Nebeneffekte als die Reichweitensteigerung entstanden. So sei durch die erforderlichen Anpassungen die Stetigkeit des Hauptrahmens deutlich erhöht worden. Der Umgang mit der Batterie ermögliche zudem eine kürzere Montagezeit und obendrein habe das höhere Gewicht für eine Absenkung des Massenschwerpunkts des Twike 5 gesorgt und so die Fahrdynamik optimiert. Als besondere Herausforderung habe sich der begrenzte Raum im Unterboden des Twike 5 erwiesen, in dem die Batterien untergebracht sind. Die Entwickler entschlossen sich schließlich für das VDA-Format. Mit einer Höhe von 108,5 mm erforderte die Alternative lediglich eine Modifikation des Sandwich-Aufbaus des Batteriekastens. Als Vorteil erwies sich hierbei erneut, dass Twike 5 dank geringer Beanspruchung der Batterie bei angestrebt hoher Haltbarkeit vollständig auf eine aktive Kühlung verzichten kann. Nur für den Fahrzeugbetrieb bei Minustemperaturen wurde eine Flächenheizung in den Batteriekasten integriert. Als positiver Nebeneffekt der erforderlichen Anpassungen konnte die Steifigkeit des Hauptrahmens erhöht werden. Außerdem wurde die Batterieelektronik in den Sandwich-Aufbau integriert, was eine Reduzierung der Montagezeiten ermöglicht und zusätzlichen Stauraum hinter den Sitzen freigibt. Infolge des Umstiegs auf das neue Batterieformat ist laut Twike eine weniger kleinteilige Abstimmung der Ladekapazität möglich. Das Außendesign läuft fast tropfenförmig und spitz nach vorne hinzu, was dem Luftwiderstand positiv zugutekommt. Die abgerundete Schnauze mit den hervorstehenden Lichtern auf der Front wird durch einen schwarz akzentuierten Bumper hervorgehoben. Die Radhäuser hinten sind breit ausgestellt und verleihen dem Twike 5 einen sportlichen Look. Die Dachlinie fällt nach der A-Säule stark ab und endet abrupt mit der Heckklappe. Zwei kreisrunde Rücklichter im eingelassenen Design schließen das Heck ab. Das Interieur ist recht einfach gehalten. Logisch, zum einen soll Gewicht gespart werden, zum anderen könnte man meinen, dass man sich mit der Straße vereinen soll. Nun ja, so nah wie man eben an der Straße sitzt. Trotzdem besitzt der Twike 5 einige Besonderheiten, die man sonst nirgends sieht. Er wird nämlich mit einer vollkommen neu entwickelten Side-Stick-Lenkung ausgestattet. Mit diesem bereits im Twike 4 bewährten Lenkungsprinzip soll sich das Fahrzeug auch auf langen Strecken und bei hohen Geschwindigkeiten präzise und ermüdungsfrei steuern lassen. Absolut einzigartig ist auch die Pedalunterstützung durch Muskelkraft für Fahrer und Beifahrer. Ähnlich wie beim Fahrer tritt man in die Pedale. Die gewonnene Energie lädt den Akku und erhöht so die Reichweite. Außerdem gibt es ein Instrumentendisplay für den Fahrer und anscheinend soll man auch in der Mitte der Armatur ein größeres Display finden. Der Twike 5 ist 3,32 Meter lang, 1,55 Meter breit und 1,37 Meter hoch. Er wird von einem Synchronmotor mit einer Spitzenleistung von 70 kW angetrieben. Die zwei Batteriegrößen von 18 und 36 kWh sorgen für Reichweiten bis 250 und 500 km. Der Verbrauch wird mit 7,2 kWh auf 100 km angegeben. Über die Ladezeit findet man, dass er AC 0,75 km in der Minute und mit DC 4,5 km in der Minute nachlädt. Die Höchstgeschwindigkeit bei der kleineren Batterie ist 130 km/h, bei der größeren 190 km/h. Der Twike 5 wiegt 600 Kilogramm und hat einen Gepäckraum von 300 Litern. Ohne den Beifahrersitz sind es 600 Liter. Der CW-Wert beträgt 0,24. Der Produktionsstart des Twike 5 ist für Spätherbst 2022 geplant. Die Serie ist auf 500 Fahrzeuge limitiert. Der Preis soll je nach Version zwischen 39.900 und 49.900 Euro liegen. Reservierungen ohne Anzahlung sind bereits möglich. Wie gefällt euch das Konzept des Twike 5? Was haltet ihr vom Preis? Sagt es mir in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!